Chemtrails, Münsterland 30.09.2023, sie sprühen täglich, rein aus militärischen Zwecken. Im Anschluss erklärt Dr. Klinghardt die Auswirkungen ihrer Giftschwaden auf die Algen in den Weltmeeren, wenn sie dort letztlich direkt oder über das Grundwasser landen. Neuer Chemtrail. Chemtrail-Schwaden. Chemtrail-Schwaden. Aufgehender Chemtrail. Chemtrail-Schwaden, aufgehende Chemtrails und Chemtrails. Aufgehender Chemtrail. Chemtrail-Schwaden. Neue Chemtrails. Aufgehende Chemtrails. Chemtrail-Schwaden. Aber was mir am Herzen liegt, was Leute wissen müssen, dass das gleiche Aluminium wird bespritzt über allen Weltmeeren, um das Wetter zu modifizieren. Und das Aluminium bleibt nicht im Himmel, das senkt sich oder und legt sich dann wie eine Plastikdecke über die ganzen Meere. Mhm. Und der Sauerstoff, den wir atmen, kommt zu 80% aus den Algen im Meer. Der kommt nicht von den Bäumen oder wo es ja kaum noch genug Bäume gibt. Der kommt aus den Algen im Meer. Und die Algen brauchen eine bestimmte Anzahl von Sonnenlicht, um den Sauerstoff zu erzeugen. Das ist ja ein chemischer Prozess, mit dem sie das Wasser zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff, damit der Sauerstoff frei wird. Und diese Algen bekommen heute wesentlich weniger Licht durch diese Decke von reflektierendem Aluminium, das über ihnen liegt. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, wo kommt der Regen her? Der Regen kommt daher, dass das Meer Wasser evaporiert oder das dann aufsteigt als Wolken und dann übers Land treibt und dort abregnet, oder? Und das Wasser ist salzfrei. Wenn das Wasser evaporiert, nimmst du das Salz, bleibt da und das Wasser geht hoch. Und heute enthält die Atmosphäre bis zu 40% weniger Wasser als noch vor 30 Jahren. Dadurch, dass das nicht mehr evaporieren kann durch diese Plastikdecke durch. Und das heißt, die Folgen von diesem Programm sind katastrophal, führen zur Verwüstung von ganzen Erdteilen und zum Absterben von vielen Spezies, die auf diesen Erdteilen leben. Und natürlich auch zum Absterben der Landwirtschaft in vielen Ländern oder die dann abhängig werden von Ländern, wo es noch gut geht.